Viewer discretion is advised. Okay. Die Security hat quasi uns gemeldet. Okay. Leicht bekleidete Mädels, eine Party. Jemand möchte die Party nicht verlassen. Wir sollen natürlich jetzt... Ah, ich kann es mir denken, wer. Lass mich raten, es sind bestimmt sie. Okay, aber sie sprügeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSPDFR. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben uns jetzt hier an der Tankstelle versammelt. Kurz hier vor der berühmt-berüchtigten Grove Street. Ah, wir wollen hier mal eine Kontrolle durchführen. Waren hier lange schon nicht mehr. Mal schauen, wie sich hier so die Straße gemacht hat. Ist natürlich immer noch mit Gangmembers übersehen und verseucht. Hier stehen... Einer, hier drüben hocken sie überall. Ich hoffe, die Kontrolle wird ruhig verlaufen. Ansonsten kann ich für nichts garantieren, außer dass es wieder Tote geben wird. Und, oh, da fällt mir doch einiges hier auf. So, Jungs. Polizei ist da. Könnt ihr schon mal wissen. Dann kontrollieren wir auch gleich mal hier. Natürlich das Gang-Auto. Dispatch, bräuchte mal Informationen bitte zu 04DOK493. Was ich so einen Schlitten leisten kann. In der Grove Street. Respekt. Expired Registration. Tja, dann müssen wir natürlich dieses Fahrzeug, ob es euch passt oder nicht, ja. Abschleppen lassen. Dieses Fahrzeug ist vorübergehend sichergestellt. So, und du parkst hier mitten in der Einfahrt. Dich überprüfen wir auch gleich mal. Dispatch, bräuchte Informationen zu 26CVQ621. Okay, auch gegen dieses Fahrzeug liegt das vor. Dann schleppen wir den natürlich auch ab. Und dann tun wir mal gleich den Smart-Verschnitt hier auch überprüfen. Dispatch bräuchte Informationen zu 26AUT324. Der baggert da hinten erstmal schön die Kirsche an. Eieieiei. Okay, der ist sauber, der steht auch nicht im Parkverbot. Nein. Somit können wir den natürlich lassen. Ich bräuchte... Nein, keine Information. Ein Totwag bitte. So, die haben auch nur Hunde hier, müssen wir echt aufpassen. Schönen guten Tag, Polizei. So, ich hätte gerne mal ihre ID gesehen. Chuck Norris! Seit wann bist du farbig geworden? Chuck Norris! Bist undercover, hä? Lizenz ist suspended, no active warrants. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann kriegst du einfach bloß eine Verwarnung. Wir tun so. Das soll ja nicht auffliegen, dein Verhalten. So, der hat einen Hund. Das kann nur schief gehen. So. Der wird schon mal abgeschleppt. Ihr bräuchte immer noch einen Totwag, bitte. Public Disturbance ignorieren wir mal. So, Jungs. Schönen guten Tag. Ich komme in Frieden. Ich hätte gerne mal deinen Ausweis gesehen. Der in der Mitte. James Davis. Davids. Entschuldigen Sie bitte. Lassen Sie die Waffe stecken. Lizenz ist suspended, aber er ist ja zu Fuß unterwegs, daher passiert da nichts. Dann hätte ich gerne mal die
Nee, von dir hab ich sie doch schon. Ich will deine haben. Okay, dann kriegst du eine Verwarnung. Komm, verpiss dich. Zieht hier wieder einfach eine Waffe? Ich will dich nicht touchen. Ich will dich nur kontrollieren. Alter Falter. So, gib mir deinen Ausweis her, du Vogel. James Norman. Oh, 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 oh. Er weiß schon warum. Deswegen hat er auch wahrscheinlich eine Waffe gezogen. Hey, 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 hier geblieben. Ach, come on. Ich hasse es, wenn ich rennen muss. Come on, Hände hoch. Ja, das war klar. Och, komm, leckt mich. Leckt mich. Das werden wir nicht überleben. Das werden wir nicht überleben. Das überleben wir nicht. Die berühmt-berüchtigte Groove Street halt. Ach, Gott. Dammit. Nie können wir mal eine ordentliche Kontrolle durchführen. Dadurch, dass die jedes Mal alle dort bis auf die Zähne bewaffnet sind und wenn man dort einen festnehmen will, die schießen einen über den Haufen. Ich glaube, man müsste dort durchdrehen, damit man dort einfach mal hinläuft und alle erschießt. Dankeschön für den Wagen. So. Public Disturbance. Wieso wird das nicht angezeigt? In einem Haus. So. Da müssen wir natürlich schnell hin. Nächster Einsatz. Dispatch sind auf dem Weg zum Public Disturbance. Na. Oh, oh, oh. Entschuldigung. 2,3 Kilometer. Warten. Komm, verpiss dich mit dem Motorrad. Leg dich doch nicht immer mit der Polizei an. So, 1 Kilometer noch gut, dann sind wir beim Public Disturbance. Mal schauen, was uns da erwartet. Vorsicht. Ich habe vorsichtig gesagt. Ich habe vorsichtig gesagt. Ja, ja. Das Auto sieht wieder aus. Ihr eiert aber auch was zusammen hier. So, gleich sind wir da. 200 Meter noch. So, Dispatch sind vor Ort. Versuchen uns hier Eintritt zu verschaffen. So. Rennen hier vorne in die Judy-Stube. Einmal querbeet durch den Garten. Dann sind wir da. Sollten wir eigentlich. Da. Hier. What the hell? Okay, die Security hat quasi uns gemeldet. Okay, leicht bekleidete Mädels, eine Party. Jemand möchte die Party nicht verlassen. Wir sollen natürlich jetzt... Ah, ich kann es mir denken, wer.
Lass mich raten, es sind bestimmt sie. Okay, aber sie sprügeln. Ach, auch noch mit einer Waffe. Der war's auch. Hendo, come on. Der stand im Weg. Zack. Noch irgendjemand. Da hinten applaudiert uns erstmal. So. Ich glaube, der da hinten gehört noch dazu. Ich glaube nicht, dass ihr eingeladen seid. Eine Waffe? Komm an, Hände hoch. Boah, pack das Ding ein. So, einen konnten wir festnehmen. Das war der, der uns Applaus gegeben hat. Da liegt noch einer. So, Dispatch, bräuchte bitte einen Transport an meine Stelle. So. Boah, das will keiner sehen. So. Hendo, come on. Auch sie gehen bitte runter. Ich glaube nicht, dass sie zu dieser Party gehören. So. Wegen Hausfriedensbruch sind sie alle vorläufig festgenommen. Alles andere wird natürlich auf dem Revier geklärt. So, meins. Habt das Glück, ihr werdet zusammen abgeführt. Pisswasser liegt ja auf dem Rasen. So, Dispatch, bräuchte bitte einen Multitransport an meine Stelle. Ansonsten ist jetzt hier alles sauber, so wie es aussieht. Die Rednecks sind wieder zu Besuch gewesen im Haus. Es ist klar, dass sie keiner haben möchte. Okay, ansonsten sieht das alles sauber hier aus. Dann würde ich sagen, ist uns soweit der Einsatz beendet. Have a nice day. Girls and Boys. So. Nee, das nicht. Und da ist uns LSPTFR abgekackt. Nun gut, dann starten wir das kurz neu und sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder zurück. Alles läuft wieder. Was für eine Party. Die Rednecks kommen zu Besuch. Und Crash hat erstmal eine Party. Eieieiei. Ja, Dispatch, wir sind wieder auf der Straße. Wir sind wieder empfangsbereit für nächste Einsätze. Dispatch calling Unit 6, Lincoln 12. We have a kidnapping on West Eclipse Boulevard. Respond code 3. Ja, proceed with caution. Das ist was für die Kollegen. Da sind wir nicht zuständig dafür. Wo ist das denn? Wo ist denn Transport? Rockford Hills. Sehe es gar nicht. Da hinten. Komm mal. Dann nehmen wir das natürlich an. Einen dran. Gefangenentransport. Wir sind auf dem Weg, Dispatch. Gut 700 Meter. Dann sind wir ja schon vor Ort. Wow, das war knapp. So. Wenn ihr nicht mal alle so abrupt stehen bleiben würdet. Ja, genau. Du darfst auch lang fahren. So. Was gibt's denn? Oder ist das jetzt Backup einfach nur? Ich muss jetzt erstmal hierher kommen. Ja, dann. Einsteigen.
Such dir ein schönes Plätzchen aus. So. Natürlich wirst du mit Sirene begleitet. So, die Route ist berechnet, wo wir hin müssen zum nächsten Gefängnis. Haben wir ja gleich hier vorne eins. Da und so schnell ist die Fahrt auch schon wieder zu Ende. Eieieiei. So. Ja, können die Kollegen abholen. Unser Auto wurde gleichzeitig auch noch repariert. Was für ein Service. So sollte das sein. So, Dispatch, haben den Gefangenen abgeliefert, sind wieder auf der Straße. Code 4. Du blödes Huhn. Ohne Scheiß jetzt. Mann, ey. Und wieder ein Quaddrift-Auto. Das ignorieren wir auch mal. Hatten wir auch jetzt erst vor kurzem. Okay, Motor Vehicle Accident. Wo denn? Ach du Scheiße, hier. Okay. Wir haben hier einen Verkehrsunfall. Ja, ja, halt die Klappe. Abgesperrt. Schwerer Verkehrsunfall. Ach komm, du siehst doch, was los ist. Auch noch für Dumme hier absperren. Dass man hier in Ruhe arbeiten kann. Schönen guten Tag. Geht's dir gut? Send them kill me. Alright. Sie denkt, der Ehemann will sie umbringen. Hallo? Das ist das Einzige, was sie sagt. Dem Auto ist erstmal keiner weiter. Dann können wir den abschleppen lassen. Helfen Sie mir, mein Mann will mich umbringen. So, hier bräuchte man auch noch einen Abschleppwagen. Das ist komischerweise auch keiner drin. Natürlich jetzt hier mal anhalten. Du musst dich selber natürlich festnehmen lassen. Was? Was hat ein Cat? Lamas. Ich wollte die einfach nur in Schutzhaft nehmen. F9, das müssen wir uns angucken. F9. Na. Doppelte Belegung immer noch. Kate einfügen, das will ich jetzt wissen. Okay, tödlicher Unfall, 5 Monate. Eieieiei. So, dann bräuchte ich bitte ein Transporter an meine Stelle. Löse das Ganze hier mal auf. Und ansonsten war das schon eine neue Folge von GTA 5 LSPDFR. So, da kommt ihr Taxi. Wir warten natürlich, dass wir hier noch alles auflösen können. Achso, ja, ja. Das war jetzt nicht so geplant. Das war auch nicht so geplant, dass der mit dem Motorrad hier durchstößt. Eieieiei. So, einmal Corona bitte. Dann ein Totwag hier. Trash. Ein Totwag hier. Und ansonsten ist der Einsatz hiermit beendet.
dann bedanke ich mich an dieser Stelle, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch natürlich, wie gesagt, gefallen. Ansonsten bleibt mir nur noch ein schönes Wochenende euch zu wünschen und ich hoffe, ihr seid dann bei der nächsten Folge am Montag wieder mit dabei. Bis dahin ist hier hoffentlich etwas mehr Ordnung in Los Santos. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao.